AirDrop Alpha, wie ihr es gewohnt seid, immer wieder Updates zu laufenden und neuen AirDrops. Wir gehen direkt rein. Wir starten heute mal mit Sanctum. Aber bevor wir direkt reingehen, machen wir natürlich wie immer hier den Disclaimer. Stopp das Video, liest dir das durch. Es ist alles keine Anlageberatung. Ich zeige dir Projekte, die ich selber spannend finde. Wenn du in irgendetwas investieren möchtest, mach deine eigene Recherche, mach dich selber schlau. Und dann entscheidest du selbst, was gut für dich ist und was nicht. Also, Sanctum. Sanctum habe ich auf diesem Kanal schon wirklich oft behandelt. Ich gehe jetzt nicht nochmal in die ganzen Details ein. Das Wichtigste jetzt hier in Kürze, die Quest 5, also die nächste Quest, ist online. Auch hier kann man sich wieder durchklicken. Und auch hier gibt es am Ende dann wieder eine Frage, die habe ich jetzt schon beantwortet. Und wenn du die Antwort auf Frage 5 wissen möchtest, kannst du einfach in meinen Twitter-Account gehen. Würde mich sehr freuen, wenn du mir hier auch folgst. @cwestfale. Findest du immer die neuesten Infos. Das ist die Antwort für Quest Nummer 5. Die kannst du eingeben. Dann ist die auch gelockt. Und wenn es dann hier wieder einen Bonus für irgendwelche von den Pets gibt, nimmst du den auf jeden Fall mit. Solche Infos bekommst du bei mir immer auch auf Twitter und in meiner Telegram-Gruppe am ehesten und am schnellsten. Darum lohnt es sich natürlich auch da reinzugehen. Alles klar, dann machen wir weiter. NotePay. NotePay hat einen Airdrop angekündigt, wo du dich qualifizieren kannst, um für das Teilen von Internetbandbreite bezahlt zu werden. Du kannst dich jetzt noch gar nicht starten zu diesem Zeitpunkt, aber du kannst dich schon mal anmelden und deine ersten Anmeldepunkte mitnehmen. Kein Investment, ist also komplett for free, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Verlinke ich dir, genau wie alle anderen Projekte in diesem Video. Also es ist alles verlinkt, du kannst alles einfach in der Infobox anklicken, kommst immer zu den richtigen Seiten. In dem Zusammenhang Uproc, ebenfalls so ein Internet-Sharing-Protokoll, was ich euch schon vorgestellt habe, hat jetzt seinen Launch für den 30. Mai, also Stand heute, in 4 Tagen angekündigt. Das heißt, nächste Woche schauen wir mal, was es hier geben wird. Das Ganze wird auf dem Jupyter Launchpad stattfinden, das ist schon mal sehr, sehr gut. Gutes Zeichen, wird sicherlich ordentlich Punkte geben, können wir bestimmt ordentlich was abgreifen, freue ich mich drauf. Weiteres Internet-Sharing-Ding, was ganz neu am Start ist, auch hier natürlich mit diesem AI-Narrativ, es ist Birdbyte, auch das ist ganz neu. Auch hier könnt ihr eigentlich noch gar nichts machen, außer euch anmelden und schon mal die Stärke eures Internets testen. Aber dafür gibt es schon die ersten Punkte, also kann man ebenfalls sehr, sehr schnell mitnehmen. Und wenn das Ganze dann läuft, ist es vielleicht tatsächlich ein ganz nettes passives Einkommen. Warten wir mal ab. Ich habe mich auf jeden Fall angemeldet, weil, wie gesagt, kostet nichts. Und da jetzt mal schon mal Punkte zu farmen, schadet nichts. Dann, normalerweise zeige ich euch nicht so viele Testnetze, weil das meistens viel Arbeit ist und wenig bei rumkommt. Ich mache heute 2 Ausnahmen, weil ich mir da relativ viel von verspreche. Das erste ist Initia. Die finde ich spannend, weil die zum Beispiel mit Blackwing Finance zusammenarbeiten. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt vor einiger Zeit. Naja, und die sind jetzt im Testnetz. Das Ganze ist im Cosmos Atom Ökosystem. Und in diesem Testnetz, was ich hier ganz gut finde, ist, man muss ja nicht täglich irgendwas machen, sondern es gibt jede Woche Aufgaben und auch die Aufgaben sind überschaubar. Das heißt, man hat hier so ein Tamagotchi-ähnliches Tierchen und kann es eben hochleveln, zum Beispiel, indem man was claimt, indem man Stakings macht und so weiter. Aber eben alles, wie gesagt, im Testnetz. Das heißt, man bezahlt nichts dafür, das sind nur Testnet-Token, die kann man im Faucet bekommen. Findet ihr alles auf der Homepage, kann man sich sehr einfach durchklicken. Ja, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden, wieder in den Kommentaren oder auch über Telegram. Ja, also einmal die Woche klicke ich mich halt hier rein, mache diese kleinen Sachen hier und schau mal, was dabei rumkommt. Und dann noch was ganz anderes, gar kein Airdrop, sondern ein Projekt, was ich vor einiger Zeit schon mal vorgestellt habe, und zwar ist das Scorpio. Das ist so eine Investmentplattform, wo man normalerweise sagen würde, die Zinsen sind zu hoch, das funktioniert nicht, das ist ein Scam-System. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die irgendwann kollabieren werden. Allerdings funktionieren die jetzt schon, sind sehr, sehr langer Zeit sehr positiv. Also ich habe hier mein eingesetztes Kapital mehrfach raus. Das ist sehr, sehr stark, bin ich sehr zufrieden mit. Allerdings kann es natürlich, wie gesagt, sein, dass die am nächsten Tag down sind. Wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, verlinke ich es euch. Aber seid euch da gewahr, dass es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass das eingesetzte Kapital sehr, sehr schnell wieder weg sein kann und dass das sich als Scam entpuppen kann. Ich wollte es euch gezeigt haben, aber seid vorsichtig.
Dann, was ich euch vor einigen Tagen gezeigt habe, ist Symmetry. Sehr cooles Projekt meiner Meinung nach. Man kann ja auf der Solana-Blockchain sich ein Portfolio an Token zusammenstellen und daran investieren, beziehungsweise eben schauen, welches Portfolio haben andere Leute und kann man in deren Portfolio investieren. Und da gibt es eben auch natürlich ein Krypto-Westfale-Portfolio, was sich tatsächlich auch gut entwickelt. Gucken wir mal rein. Müssten wir hier eigentlich sehr einfach finden. Genau, einfach C-Westfale eingeben. So habe ich hier so ein Meme-Token-Portfolio angelegt. Jetzt in den letzten 24 Stunden, länger gibt es das auch noch gar nicht, 6% gemacht. Das ist eigentlich ganz nice. Mal reingeben. Ich habe halt hier diese verschiedenen Meme-Token hier drin. Und ja, das ist ein Portfolio, wenn ihr da reingehen wollt, schaut es euch an. Die haben eben auch ein Airdrop-System hier laufen. Da bin ich auch ganz, ganz neu dabei. Ich habe gerade diese 1700 Punkte, aber das bringt mich schon auf Rang 5200. Also das ist nicht schlecht. Kann man sich relativ schnell hochleveln. Ihr könnt hier euer eigenes Portfolio natürlich erstellen. Hier selber erstellen. Es kostet allerdings ungefähr 0,3 Solana. Oder ihr sucht euch halt Portfolios von irgendwelchen Leuten aus und investiert ein bisschen in die. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen was in mein Portfolio reinschmeißt. Dann DOP, Data Ownership Protocol, hatte ich euch im Testnetz vorgestellt. Da konnten wir die Testnetz-Token auch schon vor einiger Zeit claimen. Also die Token sind im Mainnet, aber aus dem Testnetz verdient. Und wir haben jetzt hier im Mainnet gestartet und haben hier ebenfalls nochmal eine Airdrop-Kampagne. Und zwar kann man Punkte sich hier sammeln und das geht, wo geht denn das, bei den Badges? Nein, klicken wir uns da mal hin, dass wir das finden. Und zwar kann man all den Punkte sammeln, indem man hier Aktivität zeigt. Ich gucke gerade mal kurz, dass ich das vernünftig finde, weil das jetzt irgendwie verschwunden ist. Nein, das ist die History, das sind die Badges. Ja, es ist teilweise nicht so übersichtlich, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Aber ihr seht, das ist alles live, nicht vorbereitet. Ich glaube, ich finde es jetzt gerade nicht sehr interessant. Encrypten möchte ich nicht, Referrals möchte ich gerade auch nicht. Man kann nämlich hier eigentlich ganz einfach Punkte sammeln. Ah ja, ist eben doch bei den Badges, sorry. Man kann ganz Punkte sammeln, indem man auf die verschiedenen Tasks hier klickt und die erledigt, zum Beispiel eben auf X folgt, auf Discord folgt, eine E-Mail verifiziert, Telegram hat irgendwie noch nicht funktioniert und eben durch das Encrypting kann man weitere Punkte bekommen. Lasst mich mal wissen, ob ihr euch an dieser Encrypting-Geschichte interessiert, dann fuchse ich mich da vielleicht ein bisschen weiter rein und mache dann nochmal ein Video zu, weil ich das per se eigentlich selber ganz spannend finde, was hier eigentlich passiert, wenn man encryptet. Ja, lasst mich das wissen, ob das ein Thema ist, was euch interessiert. Wenn ihr am Airdrop teilnehmen wollt, könnt ihr das, wie gesagt, schon mal ganz einfach machen, indem ihr euch jetzt zumindest mal die ersten Badges einfach abholt. Und dann zum Schluss noch ein anderes Testnetz, was ich interessant finde. Das ist Plume, wie auch immer. Und ja, hier kann man ebenfalls sich anmelden für das Testnetz. Du kannst eigentlich nicht viel mehr machen als ein Sign-up for Testnet. Und das war es dann auch schon. Du kannst deine Wallet hier verbinden, das kurz signen und dann ist es auch schon erledigt. Mehr kann man hier an der Stelle ebenfalls noch nicht machen. Ist aber aus meiner Sicht aufgrund der Partner und der verschiedenen Features, die sie hier nennen, potenziell interessant. Also die ganze Thematik Tokenisierung von Assets ist, glaube ich, ein cooles Thema, hat Potenzial. Wir müssen mal schauen, ob es wirklich so sein wird, dass sich dieses System lohnt. Aber alles, was ich auf der Homepage sehe, gefällt mir, finde ich gut. Und vielleicht ist es eins der wenigen Testnetze, wo sich Aktivität lohnen kann. Das war's für heute. Jede Menge Airdrop Alpha. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Schreibt mir gerne was Freundliches in die Kommentare. Lasst mich wissen, wenn euch irgendwas besonders interessiert. Dann gucke ich da nochmal im Detail drauf. Sorry für das wilde Rumgeklicke hier bei DOP. Da hatte ich mich so ein bisschen verloren im Projekt. Aber ja, das passiert eben bei Live-Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.